von Eigenart das absolut wichtigste Projekt sind unsere praktischen Berufsvorbereitungskurse, die wir in 15 verschiedenen Bereichen in ganz Köln mit Fachleuten durchführen. Dieses Projekt hat auch an prominenter Stelle Interesse gefunden. Als damalige Lehrerin an der Hauptschule in Köln-Porz, an der Kopernikus-Hauptschule, war mir von Anfang an klar, Lehrer können fast alles, aber keine Berufsvorbereitung. In den 37 bis 39 Kursen, die wir jedes Jahr an den Schulen anbieten, werden die Kurse in 16 Terminen von Fachleuten aus den Betrieben durchgeführt. Wir arbeiten hier im Schulgarten der Kopernikus-Schule und zeigen den Schülern den Beruf Gärtner und Landschaftsbauer. Wir haben zwei Aspekte, die wir hier beherzigen. Einmal ist das die Berufsvorbereitung und zum anderen ist es die Umwelterziehung, dass wir den Kindern auch nachhaltiges Wirtschaften mit Pflanzen beibringen. Das bedeutet, einen Rahmen zu finden, ganz viele Handwerker zu begeistern. Wir machen hier das Projekt Gesundheit und Pflege. Es geht darum, grundsätzlich die Erste Hilfe. Die Erste Hilfe ist die Grundlage für alle medizinischen Berufe, egal in welcher Form und Weise, Art und Weise das ist. Hauptaugenmerk liegt bei mir aber auch auf die Herz-Lungen-Wiederbelebung, hauptsächlich auf die Druckmassage. 120.000 Menschen haben Herzversagen im Jahr und es könnten 10.000 Menschen mehr überleben, wenn jeder Laie eine Herzdruckmassage durchführen könnte. Es geht darum, dass die Schüler die Grundlagen des ersten Ausbildungsjahres praktisch erfahren, erlernen und herausbekommen, wo ihre Stärken sind und wo ihr beruflicher Weg weitergeht. Und was besonders ist, dass nach erfolgreichem Abschluss des Kurses die Schüler einen Berufswahlpass bekommen und diesen Berufswahlpass können die Schüler dann einer Bewerbung beilegen. Seit vielen Jahren führen wir in Porz zusammen mit dem Bürgeramt Porz unsere Ausbildungsbörse Berufsforum durch, an der nehmen mittlerweile über 40 verschiedene Betriebe dran teil, aus den Bereichen Handwerk, Industrie, Gesundheit, öffentlicher Dienst, Verwaltung. Die Schüler kommen nicht nur aus Porz, sondern auch aus Kalk und aus Niederkassel, aus der Umgebung halt herum. Von Eigenart die weiteren Projekte sind der Berufsparcours zur Kursverteilung der Schulen, die mehr als 6 Termine haben. Das zweite ist, dass wir noch ein Berufscoaching durchführen, wo wir erfragen, was die Schüler werden wollen, wo wir zusammenarbeiten mit dem Arbeitsamt und wir haben in den letzten Jahren verstärkt Betriebe besucht, wo die Schüler Praktikums- und Ausbildungsplätze klar machen können. Schüler der Kölner Johann Amos Comenius Schule sind im Schloss Bellevue von Bundespräsident Joachim Gauck für ihren Entwicklungspolitikbeitrag ausgezeichnet worden.